Guten Tag, gute Nacht oder guten Weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve. Ich bin der Benny. Und ich bin Steve. Und ich bin der Benny. Und ich bin Steve, hat gesagt. So, wir spielen heute für euch They Are Here. Das neue Spiel von dem Mega-Dude Max Horror. Und wir quatschen nicht lange. Wir gehen directly in. We're going in. Das sieht ja wieder schön aus. Tatsächlich sieht es wirklich schön aus irgendwie. Man sieht, der macht wirklich auch grafisch macht er Fortschritte. Okay, wir können uns relativ träge und langsam bewegen. Das ist ein kleiner Ritter. Sagt dir das Spiel irgendwas? Nö. Hast du schon irgendwas gehört davon? Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt da auf uns zukommt. Also, bin mal ehrlich, ich bin gespannt. Okay. Let's do it. Ich habe nämlich auch gar keine Ahnung. Und wir gucken mal. Kitchen. Where the heart is. Okay. Hallo? Wir haben anscheinend einen Stromausfall. Ziemlich dunkel. Warum genau. Haben wir Kerzen hingestellt? Das verstehe ich nicht. Ui, Kühlschrank abtauen. Eieiei. Kühlschrank hört sich ziemlich übel an. Haben wir eine Flashlight? Nee, wir haben nix. So, was? Oh. Schön. Einfach mal den Lichtschalter richtig bedienen. Ja, genau, richtig. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Können wir was wiegen? Nö. Können wir was trinken? Ja. So, gut, dann schlendern wir wieder raus. Vielleicht müssen wir auch einfach rausgehen. Was gibt's denn hier? Oh, guck mal hier. Schön Spaghetti mit Fleischklopse. Ist das lecker. Aber nur ein Teller. Also, er ist alleine. Oh, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber, du, wer bin ich? Lass die Gerichte. Oh, was ist das Duster, Alter? Warum ist das so duster? Es ist einfach so duster. Hab ich vielleicht irgendwie, kann ich eine Kerze mitnehmen, Benni? Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht auch gleich in der Nähe ein Lichtschalter wäre. Meinst du? Die Lichtschalter funktionieren ja alle nicht. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt, wenn du den da drückst, also ob das jetzt hier das, genau, okay, das Zimmer ist. Und im nächsten, wenn du jetzt hier rechts guckst, da, guck mal, immer rot beleuchtet. Das rote Lämpchen zeige ich dir den Lichtschalter. Ah, Benni, der alte Fuchs. Na, da merkt man halt einfach, ich wohne halt im Wald irgendwie mit einer Decke als Tür. Und Benni wohnt halt in einer Stadt, wo es halt Elektrizität gibt. Genau. So, oh, schön hier, guck mal. Ja. Casa del Horror hier. Schön. Schön. Nicht. Hier ist das elterliche Schlafgemach. Hier, oh, guck mal hier. Warte mal. In case of evacuation. During the emergency, find a light source and proceed to the nearest bunker at your nearest location. Na, ist ja wunderbar. The entrance to the bunker is found through cellars and basements. Remember, bunkers are most likely used by other peoples and so the best success rate is to work together. If possible, and seek the nearest safe zone. There are markings that should lead you to the nearest safe zone, where will be considerate safe until you're told it is again safe to exit the bunker. Okay, alle klar. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie einen Bunker finden. Oh, so Fallout-Vibes. War ich gerade ein Ball? Na, ist Max Horror, also ich denke ja. Oh Gott. Wahrscheinlich. Wir müssen natürlich auch wieder die Karte von Max Horror finden. Ne? Er hat ja meins gerne sein Easter Egg, dass er irgendwo seine Karte versteckt. Na, müssen wir mal gucken. Gerne in den stillen Örtchen und so. Ja, wahrscheinlich. Sehen wir auch. Oh Gott. Oh. Umkleidet. Ja, nee, da bewegt sich aber was. Da kleidet sich etwas um. Dann lass uns doch mal gucken gehen. Meinst du? Eigentlich möchte ich da jetzt nicht gucken. Geh durchgucken. Nee. Okay, vielleicht gehen wir doch nicht gucken. Gott, was ist das? Fingernägel schneiden mal. Sollte ich da jetzt rumlaufen oder was? So, jetzt irgendwas triggern? Weiß nicht, lauf mal rum und guck mal, ob wir sterben. Watze! Ja, das war nicht cool. Das war nicht cool, Kumpel. Irgendwie. Get the flashlight in the kitchen. Super. Okay, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückrufen. So, ich hoffe, er gibt jetzt ein bisschen mehr Zunder. Nee, tut er nicht. Aber ist schon ein ziemlich großer geräumiger Flur, muss man mal sagen. Ist ja super. Ist ja toll. Hat da gerade jemand Kerzen ausgeblasen? Ich hab keine Ahnung. Es ist aber auch fucking duster hier. Oh Gott. Oh. Ja. Wo ist denn hier die Flashlight? Ah. Da. Pick up the Flashlight. Mal an das Ding. Oh, knistert. Oh Gott.
So, die Frage ist, wo ist der Seller? Oder sollen wir jetzt einfach raus? Na, raus, glaube ich, kommen wir ja nicht, oder? Wir kommen nicht raus, nee. Warum ist die Tür schon jetzt? War die nicht gerade offen? Ja, die war gerade offen, aber Monster hat abgeschlossen. Okay. Privatsphäre ist halt wichtig. Klar. So, was hat er denn hier überhaupt gemacht? Ah, eine Verladung Wäsche hat's gemacht. Okay. So, okay, hier kann man nichts machen. Ach, aber hier schön romantisch hier. Candlelight kacken. Candlelight kacken. Schon. Board up this window. Okay. Also, wir müssen das Fenster reparieren. Geht's der Hammer? Ja, da muss man auch mal ein bisschen ruppig sein. Aber wir haben noch gar nichts gefunden, was ansatzweise wie so ein Hammer aussieht. Ja, vielleicht werden wir mal irgendwo nachgucken. So, der Fernseher, was sagt er? Emergency, Bro. Cast. Ach, das war... Bitte? Spiele ich doch mal kurz auf meiner Strativari. Oh, hier ist ein Schlüssel. Den kann man noch nicht aufnehmen. Oh, echt jetzt? Das ist so was finker Quatsch. Nein, ich nehme das Schlüsselchen nicht auf. Erst wenn ich es brauche. Wo bekommen wir den Hammer her? Bei dem Butterkey. Okay, alle klar. Also wir müssen erstmal sehr energisch an der Eingangstür rütteln, irgendwie, um den Schlüssel zu finden. Den wie Main Door Key. Den Hammer. Und nun ab zum Ausgang. Um den Hammer zu finden, um das Fenster dann zu reparieren, ja? Genau. Naja, noch ist ja nicht. Also bis auf das schreckliche Monster, was wir gesehen haben, ist ja nicht passiert. Alter, ne? Was ist denn jetzt hier los? Ja, das ist halt auch der Nachteil, wa? Wenn du irgendwo in so einer schönen abgelegenen Pampa wohnst, wa? Irgendwie, dann ist der Hase aber effekt irgendwie. Wenn hier Monster über dein Haus herfallen. So, geh mal von aus. Mhm. Im Schuppen ist anscheinend eine Party. Hallo? So, hier haben wir einen Hammer. Pick up Boards und Nägel. So, ein paar Bretter und ein paar Nägel noch. Schon wieder mitum. Ja, hast du doch gerade aufgenommen. So, na gut, okay, alles klar. Wenn wir alles haben, dann ja. Geh mal wieder rein. Von innen vernageln oder von außen? Na, ich würde es von innen vernageln. So, also, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das unser To-Do ist, von innen oder von außen, deswegen. Vielleicht hat das ja Wir schauen mal. Okay, von innen. So, na, das sieht doch hervorragend aus. Hier kommt doch niemals einer durch. Ganz zu schweigen denn irgendwie so ein 3 Meter großer Monster. Yippie. So, what's next? Ja? Oh nein. It happened for the first time 5 years ago. Since then happened more and more all over the world. No one knows what they are and where they came from. But once again... Der hier, okay, alles klar. Gut, ihr Lieben. Scheinbar eine Art kleine Tech-Demo. Ja. War wieder mal sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Ah, oh, ist noch nicht zu Ende. Richtig. Enter okay. The Bunker, okay, nice. Ja. War das jetzt quasi die Ouvertüre? Jetzt fängt es erst an, oder wie? Ha, what should we do? Nein, im Bunker. Enter the Bunker. Enter the Bunker outside. Also wir müssen wieder raus. Wie, jetzt muss ich die Bretter wieder abreißen? Nee, wir gehen jetzt hier durch die Eingangstür. Ja, guck mal, die ist nämlich... Die ist open your. Mhm. So, gucken wir mal hier auf der Seite. Warte, Schlüpper? Wo ist der Bunker? Naja, der hat ja gesagt, entweder durch den Keller oder sowas. Kommt man meistens halt Zugang zum Bunker. Können wir mal schauen, ob vielleicht hier in unserem Geräteschuppen irgendetwas zu finden ist? Hängt er da drunter dann oder wie? Achso, oh, kann ja sein. Vielleicht hier irgendwie Kiste wegschieben. Ja, oder auch nicht. Okay. Okay. Ja, wir scheinen nicht allein zu sein, aber ist okay. You are not alone. I'll be there for you. Ja. Na, dann so, müssen wir wahrscheinlich durchs Tor. Durchs Tor? Oh shit, echt, meinst du? Oder vielleicht.
Das geht nicht, weil hier ist keine Klinke drin oder was? Okay, komm mal, hä? Okay. Kannst du an dem Häuschen irgendwie links vorbei? Links? Wahrscheinlich nicht. Also, obwohl, ja, ne. Jetzt kommen wir halt. Oh, okay. Ja, wir kommen rechts dran vorbei. Alles klar. Okay. Schauen wir noch mal hier. Echt, haben wir ja was in the backyard. Oh, wie war? Wie? Komm auf damit! Du Schwein! Lange ich brauch doch den Jartenzaun hinzustellen. Maybe I can drill. Ah, okay, alles klar. Gut, dann holen wir uns mal den Akkuschrauber. La 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 la, ist mir Latte. Taufe oh, Mann, Monster Mann. Hier sind, ist mir Schnuppe. Ja, es sind immer die Nachbarn, die machen immer so Geräusche. Immer. Jedes Mal. Das ist total normal. Oh, Alter, komm, mach mal Öl ran hier, ey. Oh, ist ja fürchterlich. Aber so, das sieht ja schon mal nach einem kleinen Bunkereingang aus. Ihr guckt mich mal ganz kurz um. Ja, ein Boot im Garten sollte jeder haben. Klar. Ich würde sagen, let's get into the bunker. So, hier hinten noch. Wir hier noch irgendwas finden, was wir eh noch nicht mitnehmen können. Alter, ist ja riesengroß hier. Was ist das hier? Das ist... wo sind wir denn hier? Ja, das ist was anderes. Da waren wir noch nicht. So, okay. Na dann, auf in den Bunker! Was ist hier? Remember. Kitchen. Kitchen. Ach Gottchen, du musst das Ding umdrehen? Das Bild? Guck mal. Immer so drehenmäßig. Was? Also, naja, so, du siehst ja das Bild mit dem Kitchen, wo wir, das hatten wir ja auch im Wohnzimmer da gesehen. Mhm. Und die Pfeile deuten, würde ich jetzt behaupten, darauf hin, dass du das Bild drehen musst. Ne? So im Kreis. Ja, wo zeigst du nicht drehen? Nee, das jetzt nicht, sondern wir müssen zurück ins Haus. Und müssen das Bild jetzt finden und dieses dann drehen, damit wir wahrscheinlich dann den Schlüssel bekommen für den Bunker. So meine Theorie. Okay. Also ein Schlüssel wäre auch okay gewesen, wenn er einfach vorne im Flur hängt. So, wär doch sinnvoll irgendwie. Ich meine, wenn ich schon einen Bunker habe... Denn, nein, du musst erst in die Küche, da musst du ja den Kühlschrank dreimal nach links drehen irgendwie und den Ketchup musst du ins unterste Fach stellen und immer noch den Kohlrabi blanchieren. Und dann geht der Bunker auf. Warte. Jetzt hat's geklickt. Jetzt sag mir nicht, dass das der Verschluss ist, um den Bunker zu öffnen. Ja, doch, ist es. Ist es. Deswegen sag ich ja, das sind alle so raffinierte. Das kommt gleich nach dem Resident Evil 7 Schattenrätsel. Oh Gott, ja. Man sagt so, ja, das sind logische Schließmechanismen, die man sich in sein Haus einbaut. So, einfach so. Habe ich hier auch nicht anders. Ja, bei mir geht halt auch nur die Wohnzimmertür jeden dritten Dienstag auf. Bei Vollmond. So. We are in the basement. Hallo? Und die haben mir gesagt, okay, wir können noch... Oh, something is not right here. Ja, das ist da. Ja, komisch. Hier ist was aufgebrochen. Wer ist denn da reingekommen? Ist einer bei uns in der Küche gewesen? Hat der Bild nach links gedreht? Kann mich nicht dran erinnern. Hey! Na 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 ah. Hooked on the feeling. So. So, wir hatten noch mal eine Lampe. Hm? Mit F? Nee. Okay. Batterie leer. Und wir können noch nie rennen. That's it. Wir können einfach nur gucken, was hier im Bunker ist. Hallo? Wir haben Besuch. Ja, das ist Frank aus der zweiten Etage. Netter Typ. End okay. Of Demo. Okay, alles klar. Das war die Demo von der hier. Ja? Ich persönlich bin ein Fan von Max Horror Spielen irgendwie, weil die immer irgendwie so ein bisschen schrullig cool sind irgendwie. Hau mal einen raus, das wird jetzt nicht sein Bestes gewesen sein irgendwie, aber es hat Spaß gemacht. Benny, sag mal was. Wie fandest du das?
Ich fand's schön, aber ich hätte gehofft, dass du unserem Gast wenigstens was zu trinken anbietest und nicht einfach, dass die Demo einfach jetzt endet. Doch, so ein kleines Boten, deswegen sei ja. So ein Tee-Tat-Tee. Ja, das nächste Mal vielleicht in der Vollversion. Ne? Okay, wenn die da ist, werden wir hier auf jeden Fall spielen, ihr Lieben. Ansonsten, wenn euch der Unsinn hier gefallen hat, den wir hier verzapfen, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ihr Lieben. Bis dahin, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.